Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, was der zentrale Grenzwertsatz ist. Das Ganze wie immer so wenig mathematisch wie möglich und so anschaulich wie möglich. So, zunächst gehen wir mal dem Namen hinterher. Der heißt Grenzwertsatz. Das heißt, der begrenzt irgendwas. Was begrenzt er denn eigentlich? Das wollen wir uns kurz angucken. Dazu hier ein kleines Diagramm. Was zeigt uns das Diagramm? Ich habe das jetzt anhand eines Würfels mal erstellt. Nehmen wir an, ich habe einen Würfel und ich will beim Mensch ärgere dich nicht einen Schritt weitergehen. Also überlege ich mir, wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine 1 würfel? Und dann werde ich feststellen, weil der Würfel 6 Seiten hat und ich nur eine Seite von dieser Würfel haben will, ist die Wahrscheinlichkeit ein Sechstel groß. Das haben wir aber schon mal gelernt, irgendwann in der Grundschule oder Mittelschule oder so. Und um eine 2 zu würfeln, ist die Wahrscheinlichkeit genauso ein Sechstel groß. Und für die 3 und die 4 und die 5 und die 6 auch. Und zusammen gibt diese gesamte Wahrscheinlichkeit eine 1. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt irgendwas würfel, das ist 1, 100%. So, und was man jetzt an diesem tollen Diagramm hier sieht, ist, dass die Wahrscheinlichkeiten, irgendwelche Zahlen zu würfeln hier, in einer bestimmten Art und Weise verteilt sind. Also quasi eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und genau das ist das, was der Grenzwertsatz begrenzt. Er begrenzt die Wahrscheinlichkeitsverteilung. Der kommt jetzt hier bei diesem einen Experiment hier, Dingsbums, nicht zum Einsatz. Jetzt wäre es hier nämlich so, der begrenzende Punkt wäre sozusagen ein Sechstel. Das ist die Begrenzung hier. Und was der zentrale Grenzwertsatz aber macht, der kann uns nämlich helfen, wenn wir eine Verteilung haben, die so ein bisschen in der Form hier ist. Und ein bisschen konkreter, das machen wir nachher. So, das ist erstmal ganz wichtig. Also er sagt uns, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung begrenzt ist. Das wäre hier ein Sechstel und das kann bei anderen Sachen was anderes sein. So, und als nächstes wollen wir uns angucken, was sagt er eigentlich? Was steht denn eigentlich in dem zentralen Grenzwertsatz drin? Das ist im Grunde ganz einfach. Er sagt, wenn die Bedingungen erfüllt sind, sagen wir, die Bedingungen x sind erfüllt, dann ist irgendwas so. Das ist im Grunde alles, was er aussagt. So, das heißt, wir haben hier oben die Bedingungen und hier unten haben wir die, ich nenne es jetzt mal Folge, von der logischen Folge. Beziehungsweise die Folgerung oder die Konsequenz daraus. Das heißt, wenn die Bedingungen so sind, dann folgt daraus die Folgerung. Das ist das, was er aussagt. Als nächstes gucken wir uns mal an, was sind denn eigentlich die Bedingungen? Aber das gucken wir uns lieber erst nachher an. Wir gucken uns erstmal lieber an, was ist denn die Folgerung? Das heißt, was ist eigentlich, wenn die Bedingungen erfüllt sind? Dazu malen wir uns hier nochmal so ein Koordinatensystem auf und wir gehen jetzt davon aus, wie eben hier beim Würfel, an dieser Stelle hier, gibt es auch hier irgendeine Verteilung. Und wenn irgendwelche Bedingungen erfüllt sind, dann sagt uns der zentrale Grenzwertsatz, dass diese Verteilung, so wie ich sie eben schon mal gemalt habe, ich krieg's halt einfach nicht auf die Reihe, so ungefähr diese Form haben. Das bedeutet, eine Normalverteilung haben. So, und das ist im Grunde alles, was er aussagt. Natürlich, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Wer das übrigens nochmal genauer sehen will hier, der kann auch einfach auf einen 10-Mark-Schein gucken. So, jetzt ist natürlich die Frage, cool, jetzt haben wir hier sowas, was machen wir denn jetzt damit eigentlich? Und da ist eigentlich erst das Interessante. Zum einen ist für uns interessant, dass wir wissen, dass es so aussieht. Es könnte ja auch anders aussehen. Und zum anderen kann man anhand dieser, wenn es so ist, dann ist die Folgerung die Normalverteilung. Daraus kann man verschiedene andere Sachen ableiten, die dann je nach Kontext irgendwie variieren. Also das, wofür man sich dann interessiert. Aber hier, um nochmal aufs Technische zu kommen, also wie gesagt, wir hatten eben, wenn die Bedingungen XY wahr sind, dann ist das eine Normalverteilung, die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die wir irgendwo gegeben haben durch irgendwelche Experimente. So, dann wollen wir uns doch als nächstes mal angucken, was sind denn jetzt diese Bedingungen, von denen ich eben gesprochen habe. Ich mache das gerne hier mit so drei Würfeln. Die werden auch in Wikipedia oder wo man auch immer nachguckt als x1, x2 oder x3 bezeichnet. Und dann bis xn ist also beliebig lang. So, der sagt jetzt, Moment, wir erinnern uns noch mal kurz zurück. Hier hatten wir den Würfel, das war seine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und was wir jetzt rausfinden wollen, ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung von der Summe der Würfel zum Beispiel. Das ist so das übliche, typische Beispiel. Das heißt, mit Hilfe des zentralen Grenzwertsatzes können wir sagen, wenn unsere Würfel bestimmte Bedingungen erfüllen oder beziehungsweise der Versuch mit den Würfeln bestimmte Bedingungen erfüllen, dann wird nachher die Verteilung, die Wahrscheinlichkeitsverteilung so aussehen, dass irgendwas in der Mitte ganz viel ist und irgendwas ganz klein unten. Konkret soll es jetzt in unserem Versuch darum gehen, dass wir einfach die Würfel würfeln und die Summe
des Ergebnisses einfach zusammenziehen. Das heißt, wenn wir drei Sechsen haben, wie jetzt hier, dann ist das 18. Und wenn wir zwei Dreien und eine Eins haben, dann ist das 7. Und wir schreiben uns einfach auf, wie häufig was vorkommt. Und das ist unsere Verteilung. Das nur kurz als Hintergrund. Wir gehen jetzt direkt auf die Bedingungen. Die Bedingung Nummer 1 lautet, dass es der gleiche Wahrscheinlichkeitsraum sein muss. So, was bedeutet Wahrscheinlichkeitsraum gleich? Das bedeutet im Grunde einfach nur, dass alle unsere Würfelzahlen von 1 bis 6 haben müssen. Und nicht, der eine Würfel hat die Zahlen von 1 bis 6 und der andere Würfel hat die Zahlen von, keine Ahnung, 8 bis 16 oder so. Also die müssen alle die gleiche Möglichkeit haben, wie soll man das sagen, die gleichen Zahlen aufgedruckt haben. Und genau das gilt natürlich auch im übertragenen Sinne für alle anderen Sachen. Also alle müssen hier 1 bis 6 haben. Es darf nicht sein, dass der eine Würfel was hat, was der andere Würfel nicht hat. Beziehungsweise, dass der eine Faktor, könnte man sagen, was hat wie der andere Faktor. So, Nummer 2. Die müssen auch dieselbe Wahrscheinlichkeitsverteilung haben. So, was bedeutet jetzt, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung gleich sein soll? Das ist genau das, was ich hier vorher schon mal erklärt habe. Das ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung und es muss so sein, dass jeder Würfel diese Wahrscheinlichkeitsverteilung hier hat. Theoretisch. Natürlich, wenn ich jetzt einen echten Versuch mache, dann wird das nicht die Verteilung hier werden. Das ist auf jeden Fall klar. Aber die theoretische Wahrscheinlichkeitsverteilung muss so aussehen. Und zwar für jeden Würfel an unserer Stelle. Es kann nicht sein, wenn ich jetzt einen gezinkten Würfel habe, dass die 1 viel öfter fällt als die 6. Wenn ich sowas habe, dann können wir den zentralen Grenzwertsatz nicht benutzen. Und der Faktor Nummer 3, die Bedingung Nummer 3 ist, dass alle drei Würfel, das ist nicht richtig, dass das Ergebnis des jeweiligen Würfelwurfs immer unabhängig ist. Im Lehrbuch wird es auch als die Zufallsvariablen müssen unabhängig sein bezeichnet. So, ich habe es jetzt einfach mal konkret hier auf unseren Fall geschrieben. Was bedeutet jetzt Unabhängigkeit voneinander? Das bedeutet, dass der eine Würfel hier nichts mit dem anderen Würfel irgendwie zu tun hat. Zum Beispiel, der Würfel Nummer 2 würfelt immer eine 6, wenn der Würfel Nummer 1 eine 6 gewürfelt hat. Oder der Würfel Nummer 3 würfelt immer 2 mehr als der Würfel Nummer 2. Sowas darf auf keinen Fall sein, sondern die müssen alle voneinander eben unabhängig sein. Keiner darf den anderen beeinflussen. Wenn man das jetzt Ganze zum Beispiel auf zum Beispiel Experimente bei Menschen bezieht, hört sich erstmal verdammt hart an, dann ist es ja da zum Beispiel oft so, dass wenn einer was macht, dann beeinflusst er das, was der andere zum Beispiel auch macht, wenn der andere es sieht. Und das geht zum Beispiel nicht, sowas darf nicht sein. Das sage ich deswegen, weil der zentrale Grenzwertsatz auch bei irgendwelchen Experimenten eine wichtige Rolle spielt.